Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Buchrezensionen auf Agitano TV. Unser heutiges Buch kommt wieder aus dem Bereich Ratgeberliteratur, ist es aber eher der Thematik Rhetorik zuzuordnen. Die Autorin, Frau Dr. Cornelia Topf, ist promovierte Ökonomin und gelernte Industriekauffrau und hat sich vor rund 22 Jahren als Vortragsrednerin, Trainerin und Executive Coach selbstständig gemacht. Sie hat auch bereits über ein Dutzend Bücher geschrieben, viele davon Bestseller, und ihr neuestes Werk ist Einfach mal die Klappe halten, wie Schweigen wirkt. Darum geht es um das Kommunikationsmittel Stille als wirkungsmächtiges Mittel, unsere eigene Kommunikation zu optimieren bzw. unser eigenes Anliegen besser zu kommunizieren. Ihr gelingt es dabei, in einer klaren und offenen Sprache das Anliegen überzeugend zu vermitteln, ohne sich dabei in der Fachsprache, also in der kommunikationswissenschaftlichen oder auch psychologischen Fachsprache zu verlieren. Angereichert mit vielen Beispielen aus ihrem privaten Umfeld, aber auch aus der Businesswelt, also den Erfahrungen als Executive Coach, gelingt es ihr dabei, dass der Leser sein eigenes Kommunikationsverhalten reflektiert und versucht, das neue Stilmittel bewusst einzusetzen. Denn nur wer schweigt, der kann sich selber und auch den anderen Raum geben zum Nachdenken. Wer schweigt, der zerredet auch, erreicht es nicht, wie es öfter mal passiert, wenn man über das Ziel hinausschießt, sondern er begrenzt klar, worauf er hinaus will, und das, was man sagt, erreicht für den Gegenüber um einiges besser. Insofern ist dieses Buch nicht nur für alle zu empfehlen, die viel mit Verhandlungsführung zu tun haben, sondern es ist auch im privaten Bereich eine Bereicherung, wenn es darum geht, in der Partnerschaft oder auch in der Erziehung mit anderen zu reden und vor allen Dingen seine eigene Meinung klar und pointiert zu übermitteln. Insofern ist dieses Buch jedem zu empfehlen, der denkt, dass er in seiner Kommunikationsfähigkeit noch eine Schippe drauflegen kann, beziehungsweise diese Schippe am besten gleich weglässt. Und ich schließe mich jetzt dem Titel an und ich halte jetzt einfach die Klappe, weil mehr ist nicht hinzuzufügen. Das Buch ist lesenswert und es ist jedem zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Agitano-Team.